Olga, was denn? Hast du Hunger? Bist du ganz kleines? Ganz. Dieser kleine Eichhörnchenmann rennt Anfang März 2019 einer Joggerin hinterher. Er ist aus dem Nest gestürzt und hat Nasenbluten. Wahrscheinlich kommt seit Tagen seine Mama nicht mehr und er hat Hunger. Also macht etwas sehr Schlaues, das Eichhörnchenbabys in der Not tun. Sie suchen Hilfe bei uns Menschen. Und nein, Eichhörnchen übertragen keine Tollwut und auch keine anderen schlimmen Krankheiten auf uns. Zumindest ist nichts bekannt. Als der kleine Mann bei mir ankommt, kriegt er ganz schwer Luft, die Nase ist geschwollen und er ist total erschöpft. Ich nenne ihn Helge, weil ich jetzt eigentlich auf einem Helge-Schneider-Konzert wäre. Helge ist circa 5 Wochen alt und braucht noch Milch, alle 5 Stunden, auch nachts. Was mich beunruhigt, wo ein Eichhörnchenbaby abstürzt, sind meistens noch mehr. Ein Wurf besteht aus mindestens 4 Babys. Und tatsächlich, am nächsten Tag finden wir an derselben Stelle seine völlig unterkühlte Schwester, Leni. Eichhörnchen brauchen ihre Geschwister, denn sie lernen von ihnen ihr ganzes Sozialverhalten. Und das brauchen sie für die Freiheit. Deshalb ziehen wir sie nie alleine groß. Dabei ist es aber gar nicht so wichtig, dass es die eigenen Geschwister sind. Es ist aber natürlich umso schöner, wenn sie sich vertraut sind und wiedererkennen. Helge geht es bis hierhin gut. Doch dann, plötzlich, stimmt etwas nicht. Was ist los? Mausebär, was ist denn los? Was ist denn los hier? Helge zieht plötzlich seine Hinterbeine hinterher. Er ist schlapp, frisst nicht. Ich bin ratlos. Ein Trauma durch den Sturz ist ausgeschlossen, zu lange her. Erst der Kontakt zu Kollegen in den USA bringt mich auf eine Spur. Es muss bakteriell sein, eventuell Borreliose. München ist schließlich Risikogebiet. Können wir aber nicht testen, dazu müssten wir zu viel Blut abzapfen. Die Amerikaner empfehlen sofort Behandlung mit einem speziellen Antibiotikum, wochenlang. Und dann? Plötzlich ist Helge wieder da. Und er zeigt mir ganz schnell, was er will. Nämlich endlich wieder herumtoben mit den anderen Eichis. Und mit abgeschlossener Behandlung bringe ich ihn dann endlich zu seinen Geschwistern in die Auswilderungsvoliere. Dort übt er das Klettern bis zur Freiheit und gewöhnt sich an ungewohnte Geräusche, wie Gewitter zum Beispiel, und auch ungewohnte Gerüche. Ich hoffe, er zeugt ganz viele kräftige Nachkommen und hat ein langes, glückliches Leben auf den Bäumen. Die Bäume, wo er hingehört und die seine Welt bedeuten.